Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu ja, dem nächsten Real Talk Video. Heute geht es um die Champions League, heute geht es um den FC Bayern München, heute geht es aber gleichzeitig auch um PSG und um Liverpool und um allgemein das, was gestern so passiert ist. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir gerne eure Meinung zu all den Themen, die ich anspreche, in die Kommentare und wir starten durch mit dem ersten Thema und zwar dem FC Bayern München. Die haben es nämlich geschafft, die haben 5 zu 1 gegen Benfica gewonnen und das standesgemäß relativ souverän, allerdings auch da wieder mit einem Wermutstropfen und zwar einem Gegentor. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich habe das ja bereits im letzten Video gesagt, ich bin kein großer Fan von Neuer, aber irgendwie ist es ja auffällig, dass die es nicht gebacken kriegen, mal kein Gegentor zu bekommen, oder? Auch das Ding war jetzt nicht unbedingt wieder nur Neuers Fehler oder war jetzt nicht unbedingt ein Ding, was er unbedingt halten muss, aber es ist trotzdem im Vergleich zu früher eindeutig eine auffällige Geschichte. Und das auch nochmal zu dem Punkt, dass unter dem letzten Video geschrieben wurde, ich würde ja Neuer einfach nur so zerpflücken ohne Grund und jetzt, weil er mal ein bisschen schlechter drauf ist. Nein, ich sage einfach nur, dass Neuer nicht mehr so gut ist, wie er mal war. Und das Neuer halt einfach vor allem reklamiert und mehr nicht. Er hebt seinen Arm in jeder Situation. Man gucke sich das Spiel gegen Gladbach an, man gucke sich das Tor an. Von Patrick Herrmann, das 3 zu 0. Er hebt den Arm, bevor der Ball im Tor ist. Sorry, aber damit macht man sich nur lächerlich und damit hat sich Neuer eine Menge verspielt in deutschen Fußballherzen und deutschen Fußball, bei deutschen Fußballfans, einfach weil die mittlerweile nicht mehr so auf seiner Seite stehen, wie es vor ein paar Jahren noch war. Ist halt nun mal so. Nichtsdestotrotz haben sie souverän gewonnen gegen Benfica. Ich habe das auch erwartet. Es gab viele, die gesagt haben, ja, die werden auch gegen Benfica untergehen. Aber nein, Benfica ist dafür international gesehen zu schwach, beziehungsweise ja, macht sich zu klein eigentlich in der Champions League. Klar, große Vereine wie Barca, die auch gegen Ajax beispielsweise oder gegen PSV. PSV hält ganz gut mit meistens. War jetzt auch gegen Barca beispielsweise wieder so. Die waren eigentlich die bessere Mannschaft. Aber meistens sind Ajax, PSV und Co. in der Champions League irgendwie so nach dem Motto, wir gewinnen eh nicht. Wir versuchen es also auch gar nicht. Das habe ich zumindest den Eindruck. Diese Klein-Klein-Mentalität ist irgendwie ein bisschen auffällig. Ja, normalerweise haben sie die Chancen, sie haben die Qualität, auch mal solchen Teams weh zu tun. Ich meine, man sieht es ja auch in der Liga. Solche Teams wie Barca oder Bayern sind nicht unschlagbar, auch von kleinen Gegnern nicht. Aber irgendwie in der Champions League wollen die anderen Teams. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Benfica nicht 5 zu 1 schlechter als Bayern. Das kann man, denke ich mal, klar so sagen, aber sie lassen sich halt jedes Mal so vorführen. Nichtsdestotrotz, Robben trifft, zweimal Lewandowski trifft, zweimal Ribéry trifft. Einmal, das ist zufälligerweise genau die Konstellation, die ich kritisiert habe im vergangenen Video. Lewandowski, der in meinen Augen nicht mehr Weltklasse ist, beziehungsweise nicht mehr zu den Top 10 Stürmern der Welt gehört. Dazu Robben und Ribéry, die beide zu alt sind. Gut, jetzt haben sie 5 Tore gemacht zusammen. Ist natürlich ein Ausrufezeichen. Ganz klar, gar keine Frage, aber das Ding ist, können sie es auch in der Liga genauso widerspiegeln. In der Champions League waren sie sowieso relativ safe durch, sind jetzt auch schon im Achtelfinale vor dem letzten Spieltag. In der Liga haben sie trotzdem den Rückstand. Da läuft es einfach nicht. Die Teams sind da vielleicht auch besser eingestellt, weil sie bessere Vorbereitungszeit haben. Ja? Die kennen die Bayern, die kennen die Stadien, die kennen das alles. Ja? Benfica muss sich noch auf die Liga konzentrieren, konzentriert sich ausschließlich wahrscheinlich auf die Liga und nicht unbedingt auf die Bayern. Da kommt da kurze Vorbereitung und das Spiel ist halt eh abgehakt, weil sie verlieren es ja sowieso. Das ist wieder diese Klein-Klein-Mentalität. Kann man kritisieren, aber im Endeffekt liegt da ein bisschen anderer Fokus drauf, als von kleineren Teams außer Bundesliga, die sich wirklich 1,5 Wochen oder eine ganze Woche vorbereiten auf dieses Spiel gegen Bayern und dann halt eben die Chance haben. Dementsprechend wird das am Wochenende eine ganz, ganz schwere Aufgabe und ich bin gespannt, ob Kovac nach diesem Spiel dann noch im Amt bleibt. Klar, 5 zu 1 Champions League, Euphorie wird da sein, vielleicht sind die Spieler ein bisschen motivierter, vielleicht sind die ein bisschen besser drauf. Aber ob das reicht, ist die große Frage, weil auch wenn sie teilweise gut spielen, reicht das nicht immer zum Sieg, haben wir gegen Dortmund gesehen. Weil dann sind keine 45 Minuten oder sind keine 90 Minuten. Oder dann kommt ein Luke Bakio, der zu schnell ist für die Defensive. Oder ein Boateng, der wieder keinen Bock hat, hinterher zu laufen. Ein Spieler habe ich übrigens vergessen bei meinen Ausführungen letztes Mal, das ist Thomas Müller. Mag ich sehr gerne, deswegen, vielleicht habe ich ihn deswegen vergessen. Aber auch der ist natürlich nicht mehr auf seinem Level. Der ist auch über seinen Zenit hinweg. Klar, gegen Düsseldorf zweimal getroffen, aber nichtsdestotrotz ist der nicht mehr auf dem Niveau, wo er mal war. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist einfach so. Und da kann jetzt jeder Bayern-Fan eine andere Meinung haben von mir aus, aber in meinen Augen sind Robbery, Lewandowski, Müller und Neuer, genauso wie Boateng, alle Spieler, die ihr Ablaufdatum langsam aber sicher antasten, mit Ribéry und Robben definitiv überschritten haben. Aber Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht immer zwingend aussagekräftig. Ja, du kannst auch teilweise danach noch essen, sieht man bei Robben beispielsweise oder bei Ribéry auch in manchen Spielen. Aber nichtsdestotrotz muss was her. Und wenn ich dann höre, dass das Top-Interesse bei Hudson-Odoi von Chelsea liegt, dann muss ich mir echt an den Kopf fassen. Klar, es gibt auch Gerüchte über De Ligt, über oder De Ligt oder wie auch immer ausgesprochen wird, über Frenkie de Jong beispielsweise. Das sind schon wieder bessere Gerüchte, das wäre schon wieder nachvollziehbar. Über Pepe beispielsweise von Nizza, auch wieder nachvollziehbar. Thauvin, weiß ich gar nicht, irgendwer aus der Ligue 1 war noch mit dabei im Gespräch. Das sind alles
Ist okay, sind keine Weltstars, aber darüber habe ich auch schon geredet. Die kommen auch nicht in die Bundesliga. Von daher ist es okay, was Bayern da macht, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein bisschen kritisch zu betrachten, weil die anderen müssen halt trotzdem weg. Und ich meine, sie haben jetzt einen Gnabry, sie haben jetzt einen Tolisso, sie haben jetzt junge Spieler, sie haben jetzt auch einen Davies, aber es wird trotzdem auf die anderen gebaut. Und das ist das große Problem. Aber ich bin gespannt. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich weiß nicht, was Bayern im Winter macht, was sie im Sommer machen werden. Jetzt erstmal wichtig, auf kurze Sicht gesehen, was mit Kovac passiert. Und ich glaube, das Wochenende wird entscheidend sein. Ich habe so ein mittleres Gefühl, was das angeht. Aber müssen wir abwarten. Vielleicht werden sie auch am Wochenende eiskalt 5-0 gewinnen. Wird spannend zu sehen sein. Wir machen weiter. Und zwar mit dem Spiel zwischen Liverpool und PSG. Die anderen Spiele kann man grundsätzlich alle relativ gut runterrattern, ja. Tottenham gewinnt ganz, ganz knapp kurz vor Ende gegen Inter durch ein schönes Tor von Eriksen. Ist okay, hätte man nicht unbedingt so erwartet, weil Inter relativ stark war bisher, aber das macht die Gruppe nochmal richtig spannend. Dann PSV spielt sehr, sehr stark und hätte einen Sieg oder einen Unentschieden verdient gehabt gegen Barca, aber Messis Klasse macht halt den Unterschied. Juve gewinnt, ja, Hoffenheim fliegt raus mit einem 2:3 zu Hause gegen Schachter, weil sie zweimal Ismaili unterschätzen, warum auch immer. Ja, das, also ihr merkt, im Endeffekt war nicht viel so großartig Überraschendes dabei. Auch dass Napoli beispielsweise gegen Roter Stern gewinnt, war relativ abzusehen, aber war wichtig für die Partie zwischen Napoli, ja, zwischen Napoli und, jetzt habe ich vergessen, was ich, Napoli und Liverpool am letzten Spieltag und natürlich für die Partie zwischen PSG und Liverpool jetzt an diesem Spieltag. Denn hätte Napoli deutlich höher gewonnen, hätten sie noch ein deutlich komfortableres Polster gehabt. Hätte Liverpool noch ein bisschen höher verloren, wäre das fast schon unmöglich gewesen, für die am letzten Spieltag mit einem Sieg überhaupt noch irgendwie weiterzukommen. Also sind wir mal komplett ehrlich, PSG wird weiterkommen. Die spielen gegen Roter Stern, die werden da gewinnen und gut ist. Ob jetzt Liverpool oder Napoli weiterkommen, ist absolut in den Sternen. Liverpool zu Hause, natürlich großer Favorit. Napoli aber niemals zu unterschätzen und Liverpool ist in meinen Augen offensiv nicht auf dem Level der letzten Saison. Defensiv sind sie stärker, haben sich aber gestern auch teilweise echt vernaschen lassen, hatten echt Glück, dass nicht mehr Tore gefallen sind. Und offensiv sind sie nicht mehr so auf dem Level wie letztes Jahr. Das ist, Salah ist nicht mehr auf seinem Level. Mané ist nicht mehr auf seinem Level, Firmino ist nicht mehr, sie sind alle momentan nicht auf ihrem Level. Die spielen in der Premier League nicht schlecht, die holen die Punkte, ja, aber gegen kleinere Teams wie Watford beispielsweise. Klar, 3-0, okay, gar keine Frage. Aber auch da haben sie sich in der ersten Halbzeit schwer getan. Das ist nicht mehr dieses, das verzaubert mich momentan nicht so. Ich bin allgemein kein großer Liverpool-Fan, das wisst ihr. Ich bin eher Liverpool-Kritiker, beziehungsweise sehe Liverpool als recht Mainstream-mäßigen Verein, aber nichtsdestotrotz, also in Deutschland zumindest extrem Mainstream, seit Klopp da ist. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine heftige Qualität, die die haben. Sie müssen sie nur widerspiegeln können. Aber ich glaube, gegen Napoli und gegen eine Verteidigung bestehend aus Goulam, bestehend aus Hüsey, bestehend aus Albiol, bestehend aus Koulibaly, wird das schon schwierig. Weil Koulibaly ist in meinen Augen momentan sehr, sehr weit oben anzusiedeln bei den besten Verteidigern der Welt. Klar, Van Dijk auch. Aber nichtsdestotrotz hat er sich gestern auch nicht gut angestellt. Und dazu ist Albiol halt trotz seines Alters immer noch extrem gut. Und in meinen Augen noch besser als Lovren. Weil Lovren ist nicht gut. Beim besten Willen nicht. Sorry. Lovren war nie wirklich Weltklasse und Lovren wird das niemals sein. Auch wenn er jetzt im WM-Finale stand, auch wenn er im Champions League-Finale stand, auch wenn er sich selber hochgepusht hat. Nein, ist er nicht. Wird er nicht sein. Punkt. Und das haben wir noch gestern wieder gesehen. Vor allem ist er zu langsam. Wie Neymar und Mbappé sich da auf der Seite vergnügen konnten, wie sie ihn hochgenommen und auseinandergenommen haben, das war schon ziemlich böse. Dementsprechend übrigens auch ein verdienter Sieg für PSG. Die haben wirklich klasse gespielt, die haben die Chancen teilweise nicht genutzt, hätten teilweise früher noch ein paar Tore machen müssen, hätten ein bisschen energischer und effizienter spielen können, hätten ein bisschen weniger tricksen können. Neymar vor allem natürlich hätten defensiv, obwohl defensiv standen sie gut, defensiv war eigentlich keine Problematik, ja. Abgesehen von diesem komplett unnötigen Vorlaufmeter, wo ich aber auch sagen muss, Mané fällt vorher. Die Maria muss aber nicht grätschen. Allein für die Dummheit der Grätsche muss es Elfmeter geben, aber Mané, nee, das war auch nicht erst rein, wie der da gefallen ist. Und da kommen wir nochmal zum Thema Klopp, beziehungsweise zum Thema, was ja momentan wieder ganz groß hochkocht. PSG ist eh unbeliebt. PSG ist ein Scheichverein, PSG hat Neymar, Neymar ist ein Schwalbengott, wissen wir alle. Aber Neymar ist auch gleichzeitig der meistgefaulte Fußballer der Welt. Und jetzt muss ich mal hier wirklich eine Lanze brechen für Neymar, den ich nicht sonderlich mag. Ich bin kein großer Neymar-Fan, überhaupt nicht. Ich bin Fan von Mbappé beispielsweise, aber nicht von Neymar, überhaupt nicht. Ich hasse Fußballer, die Schauspieler. Ich bin da wie die Pest. Aber auch wenn Neymar viel Schauspieler, was man nicht wegdiskutieren kann, ist er trotzdem der meistgefaulte Fußballer der Welt. Und auch wenn er gestern viel Theatralik gezeigt hat, wurde er auch extrem oft gefault. Ich glaube, 5 gelbe Karten hat er rausgeholt. Der wird einfach kaputt getreten.
Man muss das auch mal so sehen. Und wenn du die ganze Zeit nur getreten wirst, hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Und dann willst du irgendwann auch zeigen, dass es weh tut, weil die Schiedsrichter pfeifen es eventuell sonst nicht mehr, wenn du andauernd fällst, weil du aber andauernd getroffen wirst. Geschwalbt hat Neymar gestern nicht wirklich. Nicht mal ansatzweise. Also es war jetzt nicht irgendeine Szene dabei, wo man sagt, ey, er hat da wirklich eine Schwalbe gezeigt. Theatralik. Zu viel. Schauspielerei so ein bisschen. Ja, aber wirklich Schwalben? Nein. Er wird einfach extrem oft umgeholzt. Und das war gestern auch ein Indiz dafür, dass Liverpool überfordert war mit PSG. Die waren gestern nicht auf ihrem Level. Die können das Ganze besser, definitiv. Haben sie aber gestern nicht gezeigt. Ja, Van Dijk, Lovren und wie sie alle heißen, Milner von mir aus, Alexander Arnold, ich weiß gar nicht, ob der gespielt hat, ich glaube aber ja. Die waren alle nicht so stark, wie sie sein können. Und die mussten sich mit Fouls helfen, wo es gar nicht nötig gewesen wäre, teilweise, wenn sie sich ein bisschen besser gestellt hätten. Und dann ist es auch klar, dass man, ja, dass Neymar da vielleicht ein bisschen mehr draus macht. Man kennt ihn vor allem auch. Ja, und dass man dann gelbe Karten bekommt, ist erstens unnötig und zweitens muss man halt mit rechnen. Vor allem, es waren halt alles Fouls. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwo geschwalbt hätte. Und das finde ich halt zu übertrieben. Ich meine, man kann ihn kritisieren dafür, dass er viel schwalbt und Schauspieler hat. Ich selber, ist genau der Grund, warum ich den nicht mag. Und warum ich kein großer Fan von ihm bin. Aber nichtsdestotrotz, man muss halt auch mal sehen, wie oft er gefoult wird. Und dass er wirklich dauernd gefoult wird. Und wie hart er gefoult wird teilweise in den Situationen. Klar, auch teilweise nicht und dann macht er viel draus. Aber sonst pfeift auch kein Schiedsrichter mehr, wenn Neymar fällt. Es ist immer so ein bisschen, das macht es nicht besser, dass er Schauspieler hat und dass er theatralisch das Ganze macht. Aber man muss es immer so ein bisschen abwägen. Weil man kann nicht sagen, dass Neymar ein schlechter Fußballer ist oder dass er nur Schauspieler hat. Der ist super. Der ist leider echt gut. Ja? Der hat dieses brasilianische Flair. Der hat alles, was Fußballer braucht. Und auch wenn er jetzt beispielsweise den Okocha macht gegen Shaqiri, klar ist unnötig. Klar. Aber das ist die Show, die auch PSG, die Fans sehen wollen. Ja? Und wenn er deswegen dann getreten wird, ist logisch, dass die Spieler sich dann denken, ey, dem Arschloch trete ich erstmal irgendwie die Beine weg. Aber das macht es nicht besser, das ist trotzdem dann ein Foul. Muss man auch ganz klar so sehen. Und deswegen finde ich die ganze Kritik an Neymar, was schauspielerisch angeht, okay. Aber man muss halt auch mal ein bisschen irgendwie die andere Seite sehen, dass er wirklich oft gefoult wird und der meistgefoulte Spieler der Welt ist. Meinen Augen. PSG hat verdient gewonnen, Bayern hat verdient gewonnen, Dortmund hat sich extrem schwer getan, Schalke hat auf den Sack bekommen, die Fans waren dafür Weltklasse in Porto. Ja, aus deutscher Sicht nicht unbedingt die allerbeste Woche, aber zumindest in Ordnung. 3 von 4 sind weiter und damit kann man, denke ich mal, ganz gut leben. Schalke übrigens weiter, weil Lok gegen Galla gewonnen hat. Mit 2-0. Ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder mit der Bundesliga-Prognose. Und am Samstag geht's los mit einer Videoreihe, auf die ihr euch freuen könnt. Spekuliert mal in die Kommentare, schreibt mal in die Kommentare rein, was es sein könnte. Ja? Und wer bis zum Ende geguckt hat, schreibt Lebkuchen unten rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schönen Tag noch. Macht's gut, haut rein.